Gumpoldskirchen als Ausflugsziel ist immer eine lohnende Adresse. Wie es mit dem Tourismus in Zeiten der Pandemie aussieht, haben wir Bürgermeister Ferdinand Köck in einem persönlichen Gespräch gefragt. Herr Bürgermeister, ein Jahr Corona, ein Jahr Gumpoldskirchen, man kann sagen im Dauerlockdown, ein Wein- und Heurigenort, wie er kommunikativer nicht sein kann. Wie erleben Sie Gumpoldskirchen in dieser stillen Zeit? Na, ich erlebe jetzt Gumpoldskirchen wirklich im Dornröschenschlaf. Aber man muss ja eines sagen, unsere Winzer sind ja nicht untätig. Die sind ja hier auch erfinderisch und machen im DGW und sind auch draußen im Freien, stehen sie und tun ihre Produkte feilbieten. Das heißt, man kann den Gumpoldskirchner Wein kaufen? Man kann ihn käuflich erwerben und natürlich dann auch genießen. Ich möchte da in der Situation jetzt auch hinweisen auf unseren Weinautomat, den wir im Vorjahr ja installiert haben, unten beim Kreisverkehr in der Wiener Straße. Der kommt sehr gut an, wird angenommen von den Kunden und darüber bin ich natürlich auch sehr froh. Es fehlt die Kommunikation, denn Gumpoldskirchen ist ein Ausflugsort, die Leute kommen her, aber nichts ist offen. Die Gäste kommen, gehen hier spazieren am Wochenende. Entführt auf TKW über die Straße, oder? Ja, quasi. Ja. Nein, es geht halt flaschenweise. Geht das. Also sie können halt leider nicht einkehren. Ja? Aber eine Flasche Wein können sie sich auf jeden Fall mitnehmen und das wird auch angenommen. Sozusagen das Menagepackerl und das Körperl mit dem Wein und der Jause auf der Wiese, wenn man so nimmt. Ne? So quasi, so wird es auch gehandhabt. Sie machen dann halt immer auch ein kleines Picknick. Aber da möchte ich auch hinweisen, den Mist sollen Sie wieder bitte mitnehmen. Das heißt, es ist dann schon, man hört so die kleine Bitte des Mist-Eliminierens, ein bisschen Umweltverschmutzung bleibt. Die bleibt leider, weil ich verstehe das nicht, dass ich mit dem vollen Gebinde hier wandere und dann leere ich das Gebinde und das Gebinde lasse ich liegen. Weil dann ist es eigentlich ja leichter, wenn ich das wieder mitnehme und dann entsprechend auch entsorge. Die Menschen kennen Corona, der Wein kennt es nicht, der Wein wächst. Wie ist denn der Jahrgang? Der ist wunderbar, eigentlich so wie immer. Ich durfte schon ein paar Weine verkosten, des Jahrganges 2020. Wunderbar. Und man freut sich schon, wenn aufgesperrt wird? Auf jeden Fall, ja. Der Mensch ist ein soziales Wesen und da merkt man schon, dass hier die sozialen Kontakte eigentlich fehlen. Ich selber merke das ja auch, ja, weil im Büro sind wir ja auch im Homeoffice und die Kommunikation mit der Kollegenschaft, auch wenn man das macht über Telefon oder über Skype-Besprechungen, die Präsenz ist natürlich ganz etwas anderes und aus meiner Sicht auch effektvoller, ja. Wie weit rüstet sich Gumpoldskirchen in dieser Situation für die Zukunft, für die nahe Zukunft? Wir planen natürlich weiter. Jetzt kommt das Generationenhaus, steht uns jetzt mit jungen Wohnen und einen sogenannten Bürowürfel, wo Büros halt dann hineinkommen, steht jetzt vor der Türe und knapp vor dem Baubeginn. Das heißt, es geschieht auch etwas bauseitig letztendlich und auch zukunftsorientiert. Genau. Und auch an der Infrastruktur arbeiten wir. Da sind auch Planungen der Wasserleitungen beziehungsweise auch natürlich auch dann der Straßensanierungen. Es ist Zeit, jetzt auch andere Dinge anzugehen, aber die Zeit bleibt nicht stehen und man plant weiter. Richtig. Auch wenn Lockdown ist, ich hoffe, dass jetzt dann das letzte Mal war, aber das Leben geht ja weiter und wir müssen auch lernen, mit diesem Virus zu leben und umzugehen. Wenn wir sagen, wir leben mit diesem Virus, wie sieht es denn mit den Zahlen in Gumpoldskirchen aus? Wir sind da eigentlich sehr stabil. Zurzeit haben wir hier 15 positive Fälle und das ist jetzt eigentlich stabil in den letzten Tagen gewesen. Man kann sagen, spazieren gehen in Gumpoldskirchen und um Gumpoldskirchen gefahrlos, ohne Probleme und eine Flasche Wein mitzunehmen, schadet nicht. Das kann man natürlich machen und spazieren gehen auch. Wenn man die Regeln einhält,
dann wird auch nichts passieren. Herr Bürgermeister, danke für das Gespräch. Bitte gerne.